Ich bin der einzige Sohn in meiner Familie. Ich werde die Tradition respektieren. Ich werde auf jeden Fall ein Kalaichi-Mädchen heiraten. Ja, es wäre schön, wenn wir wie andere Mädchen auch ausgehen dürften, wenn wir frei wären. Aber bei den Kalaichi ist sowas nicht erlaubt. You can do this again if you want to. Trivodizi, ein 1000-Seelen-Ort im Südosten Bulgariens. Hier lebt die 21-jährige Maria mit ihren Eltern und zwei Geschwistern. Maria ist eine Romni mit einer besonderen Verwandtschaft. Sie ist eine von rund 18.000 Kalaichi, der Sippe der Kesselflicker. Marias Onkel Mitko und Tante Rosi kommen mit ihrem Sohn Teni zu Besuch. Auch sie sind natürlich Kalaichi. Marias Eltern haben sich wegen der Geburt eines Enkels für einige Tage bei Verwandten einquartiert. Darum wird sie das größte soziale Ereignis im Leben eines Kalaichi-Mädchens in diesem Jahr mit ihren Verwandten begehen. Den Brautmarkt von Batschkovo. Dort will sich der 17-jährige Teni nach einer Braut umschauen. Und für Maria soll sich ein zahlungskräftiger künftiger Ehemann interessieren. Was soll ich für Batschkovo anziehen? Ich weiß nicht. Was für Schuhe wirst du tragen? Ich habe keinen Schimmer. Zieh doch mal das andere Kleid an, lass uns mal schauen. Du hättest Sandaletten an, also probier dieses Kleid, genau. Ich weiß nicht, vielleicht. So geht es auch. Oder willst du lieber in Arsenovgrad auf dem Markt etwas Neues kaufen? Ja, lass uns nach Arsenovgrad fahren und schauen. Unsere Traditionen sind einfach so. Wir müssen jedes Mal etwas Neues anhaben. Die Aufregung wegen Batschkovo ist groß. Alle Mädels bereiten sich vor. Das ganze Jahr warten wir darauf. Eine andere Möglichkeit, Jungs zu treffen, gibt es für Maria kaum. Zu groß ist die Angst ihrer Eltern. Sie könnte ihre Jungfräulichkeit verlieren. Dann würde sie kein Kalaichi-Mann mehr heiraten. Maria durfte immerhin mit 16 ihren Hauptschulabschluss machen, was für eine Romni nicht selbstverständlich ist. Doch über ihr späteres Leben wird ihr Mann entscheiden. Heute sind es ihre Eltern. Wir wollen auch modern sein, dürfen wir aber nicht. Wenn wir in die Disco gehen würden, ohne dass es meine Eltern wüssten, und wenn ich um 2 oder 3 nachts nach Hause käme, würden sie mit uns schimpfen. Es gäbe Probleme. Meine Eltern würden mich anschreien, weil ich ausgegangen wäre, obwohl ich das nicht darf. Es ist ja verboten. Wahrscheinlich würden sie mich dann rausschmeißen. Also was jetzt? Wir wollen doch auf den Markt nach Arsenovgrad. Warum dauert das so lange? Hör auf, dich zu schminken. Du bist hübsch genug. Du findest schon einen Mann. Los jetzt. Kalaichi, die Kesselflicker. Früher zogen sie durch Südbulgarien. Sie flickten und verzinnten Töpfe, vor allem Kupferkessel. Auch heute gehen viele von ihnen einer geregelten Arbeit nach und leben in eigenen Häusern. Rund 18.000 Kalaichi soll es geben. Den relativen Wohlstand, vor allem im Vergleich mit anderen Roma-Gruppen, demonstriert man vorzugsweise mit einem Auto aus Süddeutschland. Wir Kalaichi sind in ganz Bulgarien verteilt.
In den Regionen Jambol, Stara Zagora, Haskovo, Varna, Burgas, Sliven. Wir sind überall verstreut, wie die Störche. Die Kalaitschi scheinen Neuerungen gegenüber aufgeschlossen. Der Nachwuchs kommuniziert selbstverständlich per Smartphone und Facebook. Auch die jungen Frauen dürfen anziehen, was sie wollen. Vielleicht ja auch nur, weil sich die Ansprüche der Männer verändert haben. Also einen modernen Stil finde ich bei Mädchen besser. Ein Kleid, schicke Schuhe, kurze Röcke sollte sie tragen. Ja, ich mag es, wenn die Frau modern ist, mit Strass zum Beispiel. Einen kurzen Rock soll sie ganz sicher tragen, dass ich ihre Beine sehen kann. Was gar nicht geht, sind die Klamotten aus den alten Zeiten, wie die meiner Mutter. Diese Art von Kleidern und Röcken, die so breit sind. Also meine Frau soll nicht so altmodisch sein. Nur wenn es um die Partnerwahl geht, sind die Kalaitschi erzkonservativ. Geheiratet wird nur innerhalb der Sippe. Die Männer müssen den Brauteltern eine Ablösesumme zahlen, die zwischen 1.000 und 10.000 Euro liegt. Je hübscher das Mädchen und je besser ihr Ruf, umso höher ist auch ihr Preis. Auch Teni und seine Eltern putzen sich für den großen Tag heraus. Schau mal, wie findest du den hier? Rosi, wie willst du da reinpassen? Du bist breit wie eine Scheune, wie eine ganze Scheune. Schau sie dir mal an. Guck dir das mal an. Die Röcke sind voll schmal. Wie soll das klappen? Schau mal. Also ich habe mit den modernen Klamotten kein Problem. Vielleicht sind es gerade mal 10 Jahre, dass sich die jungen Mädchen so anders anziehen. Als wir jung waren, haben wir aber keine kurzen Hosen getragen. Unsere Röcke sahen so aus. 4 Meter Umfang. 4 Meter. Wenn ich jetzt auch einen engen Rock für mich finden würde, könnte ich ihn tragen, aber ich würde mich schämen. Ich würde ihr nicht erlauben, ihn zu tragen. Ich würde es nicht zulassen. Oder wenn ich mein Tuch abnehmen würde. Ich würde mich dafür schämen. Schließlich hat Maria ihr neues Kleid gefunden. Es ist nicht ihr erster Brautmarkt, aber sie muss jedes Jahr mit einem neuen Outfit erscheinen. Auch das verlangt der Brauch. Hatschievo, nur ein paar Kilometer von Marias Wohnort entfernt. Frühstück bei Familie Tenchev. Arme Ritter soll es heute geben. Teni, ich bin fertig, du kannst loslegen. Aber pass mit dem Feuer auf, mach die Flamme nicht so groß. Sohn Teni heizt die Kochstelle mit Papa Mitkos Bunsenbrenner an. Von April bis Oktober spielt sich das Leben draußen unter der Veranda ab. Das Haus nutzen die Tenchevs nur zum Schlafen. Bis zum alljährlichen Brautmarkt sind es nur noch wenige Tage. Ich gucke jetzt aufs Handy, ja? Du guck einfach auf dein Handy. Schau mal, Rosi, wie sich alles verändert hat. Wir haben uns früher lachend zugewunken. Hallo, meine Liebe. Heute tippt der Junge nur noch ins Telefon. Damals war der Preis für eine Braut noch hoch, 15.000, 30.000. Ich habe 30.000 Lever für Rosi gegeben. Genau. Wir sind zu ihren Eltern gegangen und ich habe gefragt, ob ich sie für dieses Geld haben kann. 1988 haben wir geheiratet. Und heute verlieben sich alle modernen Leute über Facebook. Und es ist der Hammer. So läuft das heute. Schau mal, was in diesem Facebook passiert. Da hat eine Frau schon 3 Kinder, schreibt einem anderen Mann und verliebt sich auch noch in den. Doch alles Lamentieren hilft nicht. Teni ist rund um die Uhr online, verabredet sich mit seinen Freunden und manchmal auch mit Mädchen, die keine Kalaitschi sind. Zurzeit hat er Kontakt zu einer jungen Bulgarin, die von Tenis Tradition nichts weiß. Значи, можеш да сме гаджета.
Also wir können vielleicht Freund und Freundin sein, aber was Ernsthaftes kann nicht daraus werden. Ich bin der einzige Sohn. Hätte ich noch Brüder, zwei oder drei, wenn wir mehrere Jungs wären, dann könnte ich dieses Mädchen vielleicht sogar zur Frau nehmen. Aber ich bin der einzige Sohn meiner Eltern. Ich werde die Tradition respektieren und ein Kalaitschi-Mädchen heiraten. Ich erkläre das mal. Wenn eine Tochter von mir jemanden heiraten wollte, der nicht aus unserer Sippe kommen würde, egal ob es ein anderer Roma oder Bulgare ist, ich würde alles tun, um sie davon abzuhalten. Die Männer in unserer Generation sind einfach so. Mein Charakter würde mir es nicht erlauben, das zu akzeptieren. Ich könnte damit nicht umgehen. Wenn wir nun mal annehmen, dass mein Sohn irgendeine Braut nehme, egal wie schön sie wäre, würde ich das auch nicht zulassen. Ich habe keine anderen Söhne. Ich will, dass die Tradition eingehalten wird. Wenn wir 5 oder 6 Jungs hätten, dann könnten wir eine fremde Frau vielleicht akzeptieren. Ach, die Leute würden doch Sprüche klopfen. Mitko hat kein Geld. Oder Teni hat es nicht geschafft, eine Kalaitschi-Braut zu finden. Er will keine aus dem Clan nehmen. Die anderen würden erfahren, dass Teni eine Fremde geheiratet hat. Sie würden uns bei jeder Gelegenheit darauf ansprechen. Stara Zagora, Provinzmetropole im Zentrum Bulgariens. 140.000 Einwohner, rund 15.000 davon sind Roma. Wie üblich leben sie in einem eigenen Viertel am Stadtrand. Als Slum kann man es nicht bezeichnen, viele Roma leben unter schlechteren Bedingungen. Doch die Arbeitslosigkeit liegt hier bei 80%. Mitten im Viertel das Büro der NGO Welt ohne Grenzen. Geleitet wird es von Ganshu Iljev, der selbst Roma ist. Mit seinem Team führt er soziologische Untersuchungen durch und macht Vorschläge, wie man der Minderheit helfen kann. Angebote wie Wohnungen in anonymen Miethäusern oder zur Ausbildung junger Frauen werden von den Roma nicht angenommen. Kalaitschi gibt es hier nur wenige, doch Ganshu beschäftigt sich immer wieder auch mit diesem Teil der Roma-Gemeinde. Die Kalaitschi bilden eine relativ kleine Gruppe, die allerdings ganz besondere kulturelle Eigenschaften aufweist. Sie heiraten seit jeher strikt innerhalb ihrer Verwandtschaft. Die Frauen müssen dabei unbedingt jungfräulich sein. Und das hat Folgen. So konnten wir im Rahmen unserer Untersuchung leider viele genetisch bedingte Krankheitsfälle nachweisen, darunter Erkrankungen des peripheren Nervensystems, Epilepsie und Muskeldystrophie. Einsatzbesprechung. Die NGO dokumentiert den Gesundheitszustand der Roma von Stara Zagora. Ganshu wird von 2 medizinischen Assistentinnen begleitet. Auch Svesda ist eine Romni. Ganshu hat sie bewusst eingestellt, denn selbstbestimmte berufstätige Frauen sind in allen Roma-Gruppen die Ausnahme. Unter den Kalaitschi gibt es praktisch gar keine. Nach unserer Erfahrung sind die Kalaitschi die Gruppe, bei der wir am schwierigsten durchkommen, weil sie praktisch keine fremden Meinungen akzeptieren. Für mich ist die Art, wie sie mit ihren Frauen umgehen, Diskriminierung. Und zwar eine doppelte. Die Frau wird erstens durch ihre Rolle in der Familie diskriminiert und zweitens, weil sie kein aktiver Teil der Gesellschaft werden kann. Es geht gar nicht, Frauen im 21. Jahrhundert, im Zeitalter hochentwickelter Technik, dermaßen zu beschränken, dass sie nicht einmal die Grundkenntnisse und einfachsten Fähigkeiten bekommen, um am Arbeitsmarkt teilnehmen zu können. Bei den Roma von Stara Zagora kommen handfeste Probleme hinzu. Wildgewachsene Straßenzüge sind nicht an Trinkwassernetz und Kanalisation angeschlossen. Begünstigt durch Armut und Drogenkonsum breiten sich Hepatitis, HIV und Tuberkulose aus. Rund 15% aller Roma hier leiden unter einer dieser Krankheiten. Eine Krankenversicherung hat hier niemand. Die Stadtverwaltung schickt einen Bus mit 2 Ärztinnen. Sie wollen Blutproben sammeln.
Ganshu und seine Helferinnen bewegen Anwohner dazu, sich untersuchen zu lassen. Man kennt sie und vertraut ihnen. Svesta Valentinova ist eine Romni mit einer besonderen Geschichte. Sie lebte mit einem Roma, den ihre Eltern für sie ausgesucht hatten, zusammen. Und verließ ihn, weil sie nicht schon mit 17 auf ein Leben als Hausfrau festgelegt werden wollte. Jetzt ist sie medizinische Assistentin. Und sie hat noch mehr vor. Die 25-Jährige studiert Pflegemanagement. Einen Teil ihres Studiums möchte sie in Deutschland verbringen. In ihrer Freizeit paukt sie die Sprache. Svesta ist heute mit einem Bulgaren zusammen, der sie bei ihren Plänen unterstützt. In ihrer früheren Beziehung war das undenkbar. Mein Verlobter wollte mich nicht studieren lassen. Ich bewarb mich für die Uni, aber er hat mich nicht im Geringsten unterstützt. Im Gegenteil, wir haben uns ständig gestritten und er hat mich geschlagen. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Alle anderen haben ihn bekräftigt. Auch meine Eltern waren nur auf seiner Seite. Es blieb mir nur die Trennung. Meine Eltern haben ihn verteidigt und darauf bestanden, dass ich zu ihm zurückgehe. Ich hatte mich aber entschieden und wollte das nicht. Da haben sie gesagt, na dann, mach halt, was du willst. Aber kontaktiere uns nicht mehr. Und ich sagte, okay. Ich war damit einverstanden. Meine Eltern haben mir für immer den Rücken gekehrt, weil sie keinen Sinn in meiner Ausbildung sahen. Heute lebt Svesta im Zentrum von Stara Zagora. Sie geht shoppen und trifft sich mit wem sie will. Die Familie ihres Freundes hat sie angenommen, was nicht selbstverständlich ist. Svestas Eltern hätten einen Nicht-Roma als Mann allerdings niemals akzeptiert. Die Studentin kennt weitere junge Frauen, die vielleicht ihre Familien verlassen werden, um ihren eigenen Weg gehen zu können. Sie glaubt, dass nur die Roma-Frauen selbst die starren Traditionen von Zwangsehen und Heiratsmärkten aufbrechen können. Wenn ich 10 Jahre nach vorne schaue, sehe ich mich als erfolgreiche Frau. Vielleicht bin ich Krankenschwester oder Gesundheitsmanagerin. Vielleicht bin ich im Ausland, vielleicht auch hier. Aber eigentlich möchte ich doch lieber hier sein und ein gutes Beispiel geben. Ich möchte anderen Roma-Mädchen helfen, die sich entwickeln möchten und sie dabei unterstützen. Ja. Zurück im Örtchen Hatschewo bei Mitko und Rosi. Mitko pflegt die Tradition, die der Sippe einst ihren Namen gab. Das Aussterben der Kesselflickerei konnten die Kalaichi nicht verhindern. Heute wird Mitko nur noch selten damit beauftragt, einen Kupferkessel zu flicken oder zu verzinnen. Mit Salzsäure schrubbt er zunächst Ruß und Schmutz herunter. Als wir jung waren, haben wir alles Mögliche repariert. Ob Kaffeekannen, Pfannen oder Kessel. Wir haben alles per Hand bearbeitet. Damals gab es noch nicht die Maschinen von heute. Alles per Hand, mit Hammer und Zange. Und es gab Arbeit für jeden von uns, egal woher wir kamen. Man konnte auch mit Kesseln, Kannen oder Töpfen zum Markt gehen und sie dort verkaufen. Das hat immer geklappt. Heute ist es viel schwieriger.
Wir sind damals von Dorf zu Dorf gefahren. Ich ging einfach zu einem Haus, stellte mich vor und fragte die Leute, ob sie Gefäße zum Flicken haben. Dann habe ich sie repariert. Wir hatten viel zu tun. Heute macht das Kesselflicken vielleicht noch 3% meines Einkommens aus. Die meisten Kupfersachen haben die Leute weggeworfen. Nur wenige benutzen noch solche Pfannen und Kessel, um darin zum Beispiel Ayvar zu kochen. Wir Kalaichi sind dazu bereit, uns Arbeit zu suchen. Wenn ich zum Beispiel einmal 5 Tage lang nichts zu tun hätte, würde ich einfach ins Auto steigen, über die Dörfer fahren und herumfragen. Nahezu alle Männer der Kalaichi mussten umsatteln. Heute installieren sie Dachrinnen, wobei ihnen ihr Wissen um die Verarbeitung von Metall zugutekommt. Mitko kann seine Familie davon ernähren. Doch sein Traumjob ist das nicht. Wenn ich genug Arbeit als Kesselflicker hätte, würde ich bestimmt nicht auf Dächern arbeiten. Wenn ich herunterfalle, wer kümmert sich dann um die Kinder und meine Frau? So einen Job wünsche ich keinen. Teni studiert Forstwirtschaft. Er möchte eigentlich Waldschützer in einem Nationalpark werden. Sein Verhältnis zur Arbeit auf dem Dach ist entspannter, weil er dazu nicht gezwungen ist. Ich werde erst im Laufe der Zeit entscheiden, ob ich das hier mache oder in die Forstwirtschaft gehe. Ich möchte eigentlich nur meine Familie ernähren können, Geld verdienen, Klamotten kaufen. Solange ich Geld verdienen kann, ist mir im Grunde egal, was ich arbeite. Der große Tag der Kalaichi ist gekommen. An einem Sonntag im Spätsommer soll der Brautmarkt stattfinden. Familie Tenchev bricht auf, um Nichte Maria abzuholen. Dann geht die Fahrt ins 50 Kilometer entfernte Rodopengebirge zum Kloster Batschkovo. Auf einem Parkplatz zu Füßen des orthodoxen Nationalheiligtums findet die alljährliche Brautschau statt. Doch zuvor legen alle an der Landstraße noch einmal letzte Hand an sich. Bereits ein Teil des Rituals. Wir Kalaichi-Frauen schminken uns gerne. Schon seit der Zeit meiner Oma ist es so, dass wir uns ordentlich pudern und schminken, um so hell wie möglich auszusehen. Dann gehen wir zur Versammlung in Batschkovo, um uns zu zeigen. Wir alle sind so. Das Wichtigste ist, dass wir geschminkt sind. Jeder möchte eine weißere Frau. Das ist schöner. Deshalb machen wir das. Das Treffen beginnt. Kalaichi aus allen Teilen Bulgariens reisen an. Bis zu 5000 Roma könnten es werden. Mitko und seine Familie genießen eine hohe Reputation, wie die Begrüßung zeigt. Der Respekt ist bares Geld wert. Teni wird für seine Traumfrau weniger bieten müssen. Noch hat er sie allerdings nicht gefunden. Niemand weiß genau, wie und wann der Brautmarkt entstanden ist. Die Älteren sagen, es gäbe ihn seit mindestens 100 Jahren. Die Möglichkeit, sich vorab für eine Begegnung zu verabreden, entstammt aber definitiv der Neuzeit. Die Mädels, die mehr so mein Typ sind, sind noch nicht da. Wir haben uns über Facebook geschrieben und sie haben gesagt, dass sie hierher kommen. Also ich erwarte schon noch jemanden. Der Brautmarkt der Kalaichi. Eine Mischung aus Flirtbörse und Speeddating. Jedes Jahr findet er am letzten Sonntag im August statt. Das Datum und der Treffpunkt sind gesetzt.
Alles andere ergibt sich von alleine. Oder auch nicht. Jungen und Mädchen. Die Jüngsten sind noch keine 15 Jahre alt. Nur an diesem einen Tag im Jahr dürfen sie sich taxieren und nach Herzenslust anbaggern. Funkt es bei einem Mann, und das ist erst einmal ausreichend, macht er den Eltern seiner Traumfrau ein Angebot. Es folgen langwierige Verhandlungen. Erst dann wird geheiratet. Wie viel hast du für sie gespart? Viel. Wie viel ist viel? Sag ich nicht. Sag doch, wie viel hast du? Spuck's aus. Na gut, 100 Euro. Nur 100 Euro? Sie ist doch nicht so hässlich. Nein, im Ernst, wie viel hast du vorbereitet? Komm, sag schon. 10.000. Im Ernst? Ja. Meine Freundin ist nicht gekommen. Ich hatte eigentlich vor, sie hier zu treffen und mit ihr durchzubrennen. Bin sogar extra mit dem Mercedes meiner Eltern hierher gefahren und wollte sie klauen. Aber sie ist lieber zu Hause geblieben. Warum willst du sie klauen? Könntest du nicht zu ihr nach Hause gehen und um ihre Hand bitten? Ihre Eltern verlangen zu viel Geld von mir. Tatsächlich versuchen manche Männer, ihre Traumfrau im Auto oder im Wald spontan zu verführen. Hat sie ihre Jungfräulichkeit verloren, bekommt der Mann das Mädchen praktisch umsonst. Denn kein anderer würde sie noch zur Frau nehmen. Da Marias Vater heute nicht dabei sein kann, trägt Mitko die Verantwortung für ihre Unversehrtheit. Der Brautmarkt von Batschkowo. Diesmal kommt er nicht richtig in Gang. Statt mehrerer tausend wie üblich kommen nur wenige hundert Roma. Ein Gerücht macht die Runde. Im Nachbarort soll eine nationalistische Motorradgang die Hauptstraße blockiert haben. Darum sind kaum Leute hier und wir fahren auch gleich heim. Ja, letztes Jahr war es voll. Unsere Freundinnen sind erst gar nicht gekommen. Aber noch muss Maria mit einem Heiratsangebot rechnen. Früher wurden Kalaichi-Mädchen in die Ehe gezwungen, wenn das Angebot hoch war. Heute riskieren Eltern, dass ihre Tochter wegläuft, wenn sie das versuchen. Auch wenn ihr Leben als Hausfrau vorgezeichnet bleibt, wenigstens ihren Bräutigam darf sich Maria selbst auswählen. Wir würden uns also auf dem Brautmarkt kennenlernen. Dann müsste er meine Eltern sehen. Seine Eltern würden meine Eltern treffen. Aber wir würden natürlich nicht sofort heiraten, nein. Zuerst müssten wir uns viel näher kennenlernen. Er würde zu uns zu Besuch kommen, wir müssten einige Zeit Kontakt haben. Meine Eltern würden das nicht einfach so erlauben. Zuerst würden sie verlangen, dass er zu uns nach Hause kommt. Er müsste auch mehrmals kommen. Meine Eltern würden nicht ohne meine Zustimmung sagen, das ist der richtige Junge für dich, seine Familie ist gut, wir geben dich ihm. Das Gerücht von der Rockerblockade erweist sich als wahr. Die Nachricht verbreitet sich via Facebook wie ein Lauffeuer. Man befürchtet, die Gang könnte den Brautmarkt stürmen. Das Treffen löst sich auf. Einige Techtelmechtel hat es gegeben. Für ernste Verhandlungen war die Zeit zu knapp. Ja, ich habe einige Freunde getroffen, aber es gibt noch viele mehr, die nicht gekommen sind. Ich hatte wirklich vor, mir einen schönen Tag zu machen. Also ich bin mit dem Treffen wirklich unzufrieden. Nein, mir hat kein Mädchen gefallen. Es war heute keine für mich dabei. Um ehrlich zu sein, nein. Ich werde weitersuchen. Ich bin noch jung, ich will erst mal 18 werden. Danach werde ich schon jemanden finden, hoffe ich mal. Ich bin der einzige Sohn, also finde ich schon eine Hübsche. Doch nicht nur rechte Rockergangs bedrohen den Brautmarkt. Sein größter Feind ist der Wunsch nach Selbstbestimmung, der sich per Smartphone und Facebook unter den jungen Roma ausbreitet. Auch diese Tradition der Kalaichi bröckelt. Es ist wohl höchste Zeit dafür.